Willkommen zurück zu Summer in Mara. So, im letzten Part, haben wir ein paar Sachen für das Schiff zusammengebastelt und sollen das jetzt hier zu, wie hieß er? Napopo. Napopo, ich wollte Toto, Natoto sagen, aber okay. Ich hatte das doch gebaut. Achso, soll das reparieren? Ich brauche zwei Ruder. Ernsthaft? Oh Mann! Das heißt, dafür brauche ich erstmal massig Holz. Uiuiui. Muss ich erstmal gucken, dass ich hier diese ganzen Dinger einsammle, dass ich das auch wieder pflanzen kann. Piniensamen. Die Orangen sammeln wir auch mal ein. Piniensamen, Pinien. Brauche ich also zwei Ruder. Oh Mann, da ist auch nichts. So. Dann pflanzen wir mal schnell hier ein paar. Und fertig. Wir pflanzen ein paar Bäumchen und bauen ein paar Bäumchen ab. Ich glaube, dann habe ich jetzt drei abgebaut und drei eingesammelt, ne? Jetzt muss man ganz kurz gucken. Essen. So. Bisschen was essen. Dann müssen wir jetzt in die Höhle gehen. Ah. Kann ich mir nehmen. Wunderbar. Und müssen jetzt Eisen sammeln. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier Eisen rausbekomme. Eigentlich da eher mehr Kupfer. Ich baue jetzt hier alles ab. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwo Eisen bekomme. So, mehr war jetzt hier nicht zum Abbauen. Das ist ein bisschen schade. Aber okay, gut. Soll reichen. Soll uns jetzt erstmal reichen, glaube ich. So, nein, nicht Werkzeug. Ich brauche nochmal ein Paddel. Dafür brauche ich nochmal ein Brett. Dafür brauche ich noch ein Paddel. Und jetzt kann ich mal ganz kurz gucken, was habe ich noch im Inventar? Drei Holz. Das heißt also, ich muss doch noch Holz fällen. Nehme ich den Baum jetzt hier hinten. Also zwei Bäume muss ich noch fällen, habe ich jetzt festgestellt. Eins und nehmen wir den hier gleich, komm. Dann kann ich hier zum Glück runter. Ich glaube, Fallschaden gibt es hier auch nicht so wirklich. What? Achso, Y. Alles ist bereit zur Abfahrt. Na, Popo, bist du bereit? Aber erst muss ich nachschauen, ob ich alle Ackerfelder gegossen habe und die Muscheln am westlichen Strand aufsammeln. Ich glaube, ich sollte auch neue Bäume pflanzen. Ich bin nicht sicher, ob Nio und Nao genug zu essen haben. Und ich muss nachschauen, ob jede Seemöwe es auch bequem in ihrem Nest hat. Stimmt etwas nicht? Diese Insel braucht viel Zuwendung.
Was, wenn ich weggehe und mir etwas zustößt? Ich weiß nicht, Napopo. Ich fürchte mich ein bisschen. Ich weiß. Ich bin mit dir unterwegs, aber kennst du den Ort, zu dem wir fahren? Qualis? Ich weiß nicht. Wer dieses Saimi ist, der Yaya geschrieben hat. Hm. Was werden wir dort draußen tun? Ich glaube nicht, dass mich Yaya Haku hätte gehen lassen. Okay, okay. Zeig mir, welche Richtung wir müssen. Ich werde deinen Anweisungen folgen, aber ab und zu müssen wir zu meiner Insel zurückfahren, dann nach dem Rechten sehen. Ich habe ein neues Bauelement. Ja, und wie komme ich da jetzt rein? Einsteigen! Im Boot schlafen, beschleunigen. So, und in welche Richtung sollte ich jetzt? Na, Popos Anweisung folgst. Ja, super. Und wohin ist das? Offene See. Ja, aber wohin muss ich denn? Ich verstehe gerade gar nichts. Erklärung? Nein? Okay, danke. Ein Ladebildschirm. Okay, gut, das habe ich jetzt verstanden. Du hast einen neuen Ort in Mara entdeckt. Na, Popo, du hast einen sehr guten Orientierungssinn. Könntest du für immer mein Reiseführer sein? Du bist die Beste. Vielleicht könnten wir die Yayas dort drüben fragen. Ja, die haben mich jetzt schon mal weggerammt. Das ist schon mal nett. Boot verlassen. Wow! Ihr seid Yayas! Wovon redest du, Kind? Ich bin Noho und das ist Caleb. Wir kennen keinen Yaya. Doch, ihr seid Yayas. Ihr seht aus wie meine Oma. Deine Großmutter ist ein Quido? Was? Meine Großmutter ist Yaya Haku. Ich kenne keine Quido. Wir sind Quido. Ich bin ein Quido? Das ist eine gute Frage. Weißt du, vor einigen Jahren traf ich ein Mädchen, das so aussah wie du. Sie war jung und stark. Sie schwamm sehr gerne. Sie schwamm durch zwei Meere. Sie schafft es hinter den Sturmgürtel, wo das Meer nicht mehr Mara heißt. Die Sache ist, dass die beiden Meere durch ein großes Korallenriff verbunden waren. Man erzählte sich, dass dort die Tintenfisch-Quidos lebten. Halb Quido, halb Tintenfisch. Sie hatten keine Beine, nur Tentakel. Hast du dich verirrt? Ein bisschen. Das hier ist Qualis, oder? Ich suche nach einer Frau namens Saimi. Ich glaube, sie lebt im Leuchtturm. Die Flut setzt ein und ihr Sog war schrecklich. Das Mädchen schaffte es nicht mehr aus dem Wasser. Dann spürte sie, wie etwas an ihrem Fuß zog. Ja, sie ist die Dame des Leuchtturms. Schließlich schaffte sie es an Land. Mit letzter Kraft, aber sie hatte überall auf ihren Beinen Abdrücke von Tentakeln. Und das Meer war ruhig. Wenn du also hier für Kü geboren wurdest, bist du ein Quido. Obwohl du nicht so aussiehst. Das ist gut zu wissen. Danke. Ich gehe zum Leuchtturm und frage nach. Okay. Ich soll auch aber zum Leuchtturm nehmen. Eintreten. Kind, mit den Krabbenpost stimmt etwas nicht. Ich weiß nicht einmal, was die Krabbenpost sein soll. Die Postkrabben. Sie transportieren Briefe von einem Ort zum anderen. Du hast sie garantiert schon gesehen. Sie waren bis jetzt immer äußerst effizient, bis zur heutigen Krabbengeneration. Die neuen Jungkrabben scheinen sich andauernd zu verirren. Wenn du die Briefe finden solltest, könntest du sie lesen, um herauszufinden, ob sie wichtig sind. Aber sind sie nicht privat? Mach dir keine Sorgen. Die Leute hier finden es nicht so schlimm, wenn andere ihre Briefe lesen. Außerdem, wenn du nur sie liest, ist es überhaupt kein Problem.
solange Edegan, der Bankier, die Briefe nicht in seine Finger bekommt. Warum Edegan? Er ist furchtbar neugierig. Vor ein paar Jahren war er noch ein entzückendes Kind. Aber jetzt, er ist damals auf das Festland gezogen, um zu studieren. Man sagt, an einer ziemlich guten Universität. Das war die Wirtschaftsuniversität in Konte. Danach hat sein Vater ihn auf der Insel die Bank für ihn eröffnet. Seitdem lebt er wie die Made im Speck. Aber das hast du nicht von mir gehört. Dieser Edegan ist ein echtes Plappermaul. Okay, ist gut. Falls ich Postkrabben mit Briefen finde, werde ich sie mir durchlesen. Ich glaube, im Moment sind 5 von ihnen verschollen. Danach sehen wir weiter. Finde 5 Postkrabben. Schön, Müll gefunden. Ole, ole. Look, Ganon and Luna Buna, you made it in the game. Meow. My perfect kitties love mommy. Blushwolf. Okay. Oh, sie haben dran gedacht, dass manche Sachen in Sprachen übermittelt werden. Klar, weil das wahrscheinlich dann von den Leuten ist, die dieses Spiel unterstützt haben. Das hatten wir ja auch bei dem Spiel... Guck mal, ich trete auf deine Sandburg. Sollte eine Welle mein Schloss zerstören, wäre ich sehr wütend. Ich kann mit der Burg nichts machen, ne? Nein. Wie bei Dailand, da waren es ja dann die Briefkästen, die vom Himmel gefallen sind. Warum auch immer man da Briefkästen genommen hat, die vom Himmel fallen. So, Muscheln einsammeln. Ist aber hier ein schönes Inselparadies, muss man ja sagen, ne? Okay. Hier kriege ich einen Lolli. Jedenfalls haben die immer was dabei. Ich habe jetzt noch gar nicht nach dem Leuchtturm Ausschau gehalten, weil ich jetzt gerade hier das mache. So, hier mal eine Muschel. Koa ist erschöpft. Oh. Dann wird es Zeit, dass wir mal was essen. Oh, guck die an. Milch. Füllt 1,5 auf. Den Müll aufsammeln. Wie viel Müll hier rumliegt. Und Muscheln. Und Müll. Das ist eine ganz schön große Insel, möchte ich mal ganz kurz anmerken, ne? Okay. Mit vielen Tieren. Jetzt suche ich mal in den Leuchtturm, weil Krabben habe ich jetzt scheinbar keine mehr gefunden. Leuchtturm. Leuchtturm, Leuchtturm, Leuchtturm. Okay. Erster Kritikpunkt. Man kann nicht weit genug sehen. Das ist aber halt in dem Augenblick wirklich mal der Nintendo Switch geschuldet. Wobei ich nicht glaube, dass Nintendo Switch nicht mit ein bisschen mehr Weitsicht hätte Probleme gehabt. Alter, was ist denn das hier für ein großes Gebiet, ey? Ja, moin. Was haben wir hier? Okay, irgendwelche Poster. Ich glaube, das da oben ist der Leuchtturm. Also muss ich den Berg hier rauf. Aus dem Stand gesprungen. Haha. Und da habe ich doch was entdeckt. Einen Apfel. Oh mein Gott, es wird Nacht. Ich sollte wieder was essen. Einen Bonbon. Und jetzt den Berg rauf. Ich brauche einen besseren Hammer. Das kann ich zerhauen. Ah, das da nicht. Naja. Hey, ist Saimi hier? Wer bist du?
Ich möchte mit Saimi sprechen. Wo sind deine Manieren? Belästige mich nicht, falls es nicht wichtig ist. Nun, das scheint so nicht zu funktionieren. Vielleicht sollte ich die Kuidos am Hafen fragen. Ja, super. Was funktioniert denn dann nicht? Ich hätte doch einfach nur ihren Namen sagen müssen. Und hier gibt es übrigens Honig. Immer Honig weggesnackt. Also wieder runter zum Hafen rennen. Guckt euch das Riesending hier an, ey. Da. Hallo nochmal. Hey, die Dame möchte nicht mit mir reden. Ja, weil du mit solchen Manieren nicht weiterkommen wirst. Ich traf einst einen Mann, der ein Butler war. Er lebte in einem riesigen Haus. Er kümmerte sich gut um seinen Herrn. Auch wenn ich solche Dinge nicht gut heiße. Aber er fand einen Yum-Yum im Esszimmer des Hauses. Die Sache ist, er begann nicht zu schreien, sondern blieb ruhig. Er hat sich einfach daran gemacht, die Situation zu lösen. Weißt du wie? Nein. Ich auch nicht. Das ist sein Geheimnis. Er wollte es mir nicht verraten. Ja, und was mache ich jetzt? Frag einfach, Kind. Okay. Hey, weißt du irgendwas über eine Dame namens Saimi? Es tut mir leid, wir sind Kaufleute. Solange du uns nicht für einen Tausch anbieten kannst, sind unsere Münder versiegelt. Naja, nicht komplett. Das stimmt. Ich traf nämlich einst ein Paar am Ufer von Orestea, welches... Na gut, ich verstehe schon. Pass auf, ich brauche etwas Faden. Nimm dir ein paar Baumwollsamen. Ich verrate dir, wie man ihn herstellt, nachdem du die Baumwolle geerntet hast. Bring mir dann den Faden und wir können dir mehr verraten. Okay. Also wieder zurück. Und Baumwolle pflanzen. Das ist natürlich dann etwas, wo ich dann sage, das ist schon so ein bisschen so, ne? Nervig. Heimatinsel. So. Also Baumwollsamen einpflanzen. So. Sechs Tage? Ernsthaft? Sechs Tage, boah. Ich brauche einen besseren Hammer. Brauche eine bessere Hake. Super, ich kann hier nirgendwo was machen. Der Brunnen ist ausgetrocknet, ich brauche Regenwasser. Na super. Ole, ole. Na dann, legen wir uns mal eine Runde schlafen. Immer noch ausgetrocknet. 5 Tage. Oh Mann, ey. Nun gut, dann... sammle ich so lange hier ein paar Beeren ein. Wir rennen da wieder auf der Insel rum. Vielleicht finden wir hier auch wieder ein paar Setzlinge. Hier finden wir jedenfalls schon mal eine Orange. Beziehungsweise Pinienkerne. Neue Steine sind nicht nachgekommen.
So, da haben wir auch noch was. Da, 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 da. So. Hier haben wir auch noch einen. Ja, er hat immer gesagt, dies wäre ein Schafstall, aber ich habe nie welche gesehen. Okay, also Schweine, Schafe, Hühner. Da sind noch Orangen. Hier wachsen gerade die Bäume ganz schön. So. Pflanzen mal ein paar Bäumchen, damit das hier ein bisschen... Ein Apfelbaum kann ich auch mal pflanzen, ne? Hat ja auch nicht jeder. Bevor ich den esse, pflanze ich den lieber. Okay, ja, wie komme ich jetzt an Wasser ran, ist jetzt die Frage am besten. Finde 5 Postkarten und liest die verloren gegangenen Briefe. Ja, gut. Ich habe erst 3 gefunden. Aber ich habe ja auch Rezepte gelernt. Da ist der Faden. Und dafür brauche ich 2 Baumwolle. Brombeersaft. Fackel. Kann einen Hühnerstall bauen und einen Kai. Was habe ich denn von einem Kai? Hühnerstall brauche ich Nägel. Feuer, rustikaler Zaun. Hey, kann ich hier einen Zaun bauen oder? Kann ich den nicht abbauen? Ah ne, den kann ich nur bauen, okay. Und den Hühnerstall kann ich nicht bauen, den Kai könnte ich bauen, dafür brauche ich aber mehr Steine. Und die einzigen Steine, die ich jetzt noch irgendwo sehen würde, wären, glaube ich, hier komplett auf der anderen Seite. Deswegen muss ich einmal ganz kurz rüber rennen. So, 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 so. Ich glaube nämlich... Ja. Na, hier ist eine große Muschel. Da, da haben wir die Steine. Schön, das war gerade sehr viel Eisen. Was ist das? Orange. So, und hier haben wir noch eine Muschel. Okay, damit haben wir hier alles eingesammelt. Ja, da ist noch eine Muschel. Entweder habe ich die übersehen oder... Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe die einfach übersehen, weil es wirkt jetzt nicht so, als ob jetzt hier irgendwas spawnen würde, wenn ich woanders was abbaue. Guck mal ganz kurz bei den Steinen, aber... Oh. Hier sind noch Orangen. Die kann ich noch mehr abholen. Wie gesagt, ich glaube nicht dran. Hier sind die Steine ja auch nicht wieder zurück. Geh nochmal hier. Ob ich hier noch irgendwo Setzlinge finde. Ah, das sind auch Bäume, die ich gar nicht kaputt machen kann. Nö. Die Bäume kann ich alle nicht kaputt machen. Eine Opfergabe wollte ich zwar jetzt so in der Form nicht. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich da irgendwas Spezielles auswählen kann, dass er dann gleich natürlich alle meine Orangen nimmt. Hm, naja. Aber okay, gut. Dann vielleicht wird wieder irgendwas Wunderbares passieren. Weil wenn ich eine Opfergabe mache, dann spawnen vielleicht neue Steine.
Nö. Schade. So, was brauchte ich jetzt alles dafür nochmal? Nee. Bretter. Warte mal, was brauche ich denn eigentlich für... Warte mal, wie viele Bretter? 8 Bretter? Das heißt 16 Holz? Ja, moin. Das heißt 8 Bäume fällen. Erstmal so viele Pflanzen. Kann ich gar nicht. Habe ich gar nicht. Und solange es nicht regnet, habe ich auch keine Chance. Vielleicht kommt ja durch die Opfergabe dann das Wasser. Naja, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.